Nach dem Zweiten Weltkrieg zerschlagen die Alliierten die Deutsche Bank im Westen in regionale Institute wie die Bayerische Kreditbank. Die neuerliche Inflation erschwert die Geschäfte zusätzlich. Erst die Währungsreform 1948 schafft Stabilität. Die Bank konzentriert sich nun wieder auf das Exportgeschäft. Bald kann sie viele ihrer Standorte wieder eröffnen. 1952 wird das Bankengesetz gelockert. Die Bayerische Kreditbank geht auf in der neuen Süddeutschen Bank. Und kaum sind Großbanken wieder erlaubt, da wird am 30. April 1957 der Zusammenschluss der Deutschen Bank perfekt gemacht. In München. Die Stadt verliert allerdings das Rennen um den neuen Hauptsitz gegen Frankfurt. Aber Bayern wird Heimat von Großunternehmen wie Siemens, die ihren Hauptsitz aus Berlin und Mitteldeutschland hierher verlegen. Die Filiale München wird Partner dieser Unternehmen. 1957 hat die Filiale München rund 650 Mitarbeiter. Sie braucht Platz und baut ihren neuen Hauptsitz am Promenadeplatz. Hier residiert sie seit 1961. Und auch sonst stehen die Zeichen auf Expansion. Neue Filialen entstehen in ganz Bayern. Von manchen Mitarbeitern wird das liebevoll dokumentiert. Der Frauenanteil unter den Angestellten steigt bis 1970 auf 45%. Das Privatkundengeschäft boomt. Der Kleinkredit erschließt neue Kundengruppen. Aus Schalterhallen werden Filiallandschaften. Die ersten Computerterminals kommen zum Einsatz. Ein Mitarbeiter betreut jetzt 100 Kunden.